Und willkommen zurück zu Let's Play DSA 3 Schatten über Riva. Ja, was ist passiert? Im letzten Part wurden wir des Mordes angeklagt. Gorm Doldrecht, der Händler, der die Waren an die Orks gebracht hat und der die Geschenke von Bosper Janung mit rüber überliefert hat, ist tot aufgefunden worden. Wir wurden des Mordes verdacht, haben uns deswegen ein wenig versteckt und Tarik hat uns darauf hingewiesen, dass in der neuen Kanalisation ein Zugang zur alten steckt, über den wir jetzt das neue Gildenhauptquartier gefunden haben. Man kommt allerdings nur von der Seite dadurch in diese alten Gänge, durch diese alten Gänge. Und von daher mussten wir ihn erstmal finden, um das Ganze hier aufzuklären. Jetzt ist es so, dass Mandara den Gildenleuten ordentlich Probleme macht, einen nach dem anderen anfällt und deswegen müssen wir der Alten jetzt irgendwann mal den Garaus machen. Wir gehen rein in das Versteck der Faelamia. Ava von Haben mustert beklommen das Portal. Sehr einladen, presst sie zwischen den Zähnen hervor. Wollt ihr das Versteck der Faelamia betreten? Ja. Mit einem dumpfen Schlag schließt sich das Portal hinter euch. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Ausrüstung. Ich habe Yasinda jetzt das Praios-Amulett gegeben. Das wird sie auch behalten. Das Antihypnotikum jedoch gebe ich Ava von Haben. Es gibt im Moment nur eins. Ich habe nicht weitere hergestellt. Brauchen wir auch nicht. Warum, das werden wir sehen. So, links haben wir ein Gitter. Das ist, versperrt. Da kommen wir nicht durch. Der Hebel schnappt sofort wieder in seine Ausgangsposition zurück. Wollte jemanden zurücklassen, der den Hebel heruntergedrückt hält? Ja, diesmal ist es Yasinda. Wieder mal, wie beim Magierturm, musste sie an der Kurbel drehen. Jetzt muss sie den Hebel drücken. Und wir gehen weiter bis hier vorne. Da ist das nächste Gitter zu. Und von der Seite werden wir auch noch einmal den Hebel drücken. Plötzlich hört ihr einen entsetzten Aufschrei von dort, wo ihr Yasinda zurückgelassen habt. Schnell rennt ihr zurück. Bis zum Gitter, das euch den Weg versperrt. Offenbar hat Yasinda den Hebel losgelassen. Auf eure Rufe erhaltet ihr keine Antwort, jedoch vermeint Eliana, ein leises, unterdrücktes Stöhnen zu hören. Viel Zeit vergeht, in der ihr angestrengt lauscht, ohne aber etwas zu hören. Plötzlich ist ein leises Rascheln zu vernehmen. Dem leise näher kommende Schritte folgen. Eine schwarz gekleidete Gestalt biegt um die Ecke. Mandara, flüstert Ava von Haben entsetzt. Ohne euch zu beachten, verschwindet die Faelamia in der Westwand. Als sich das Fallgitter kurz darauf wieder öffnet, stürmt ihr los, um nach Yasinda zu sehen. Also der PC, der bringt uns jetzt von einer Ecke zur nächsten. Wir gucken nach Yasinda, ist alles in Ordnung. Yasinda hält sich schwankend an dem Hebel fest, als sie euch wahrnimmt. Lässt sie sich erschöpft zusammensacken. Ava von Haben untersucht sie eilig, kann aber keine Wunden entdecken. Was ist denn passiert? Fragt sie verwirrt. Ich habe tausende Ängste ausgestanden, beteuert Yasinda hastig. Sie hat mich die ganze Zeit über angestarrt, wie eine Katze, eine Maus. Es sieht so aus, als wäre Yasinda noch einmal ungeschoren davongekommen. Gut, und schon können wir sie wieder alleine lassen hier vorne. Es ist so, dass Mandara die Leute anfällt, solange man das Praios-Amulett nicht dabei hat. Das ist die Stelle, an der Mandara in der Wand verschwunden ist. Ava von Haben sieht sich die Wand genau an, ohne etwas Außergewöhnliches daran zu entdecken. Als sie leicht dagegen drückt, öffnet sich unverhofft eine Tür. Aha. Gucken wir doch gleich mal durch. Ja, wir knacken das Schloss, wir gucken mal, was hier ist. Der Raum dient als Kerkerzelle. Darin sitzt Xabert Durban, der Rattenfänger, und ist an die Wand gekettet. Er reagiert nicht, als sie ihn anspricht, sondern starrt nur vor sich hin. Auf etwas, das ihr nicht sehen könnt. Mit wenigen Handgriffen hat Eliana den Mann befreit, doch Durban bleibt weiter apathisch. Ihr beschließt, den Rattenfänger vorläufig hier zu lassen und euch weiter umzusehen. Gut, den Rattenfänger haben wir gefunden. Der war ja im letzten Part auch nicht mehr auffindbar. Wir waren bei ihm zu Hause, da war er nicht. Auch Lothar hat ihn vermisst, hat ihn aber schon hier vermutet. Wir knacken noch das zweite Schloss. Der Raum ist als Gefängniszelle gedacht, beherbergt aber im Augenblick keine Insassen. Mein Lesen ist noch nicht besser geworden. Der letzte Part war schon furchtbar. Aber es hält sich noch in Grenzen. Gut, wir gehen dadurch, wo Yasinda jetzt den Hebel hochgedrückt hat. Hier ist noch ein Hebel. Und jetzt ist dieses Gitter offen. Das heißt, wir können Yasinda in Ruhe holen. Das Gitter bleibt jetzt zu. Und das, was eben noch zu war, ist jetzt offen.
und wir sind alle wieder vereint und haben im Prinzip den ersten Teil schon mal durch. Hier ist jetzt noch so eine kleine Stelle mit der Kanalisation verbunden. Sieht eher aus wie die neuere Kanalisation. Scheint ein bisschen ausgebaut zu sein. Ah ja, hier sieht's wieder interessant aus. Wir knacken das Schloss. Ein Schrank und eine Truhe. Mal sehen, was wir hier drin finden. Allerlei interessante Sachen. Das Interessanteste ist allerdings die Mondlaterne selbst. Die nehmen wir mit. Wir hatten ja schon mal... Yasinna hat ständig das Gefühl, von unsichtbaren Augen beobachtet zu werden. Während sie sich umschaut, breitet Lea den Inhalt der Truhe auf den Boden aus. Ein schöner Mantel mit Kapuze hat es ihr angetan. Lea zieht den Mantel über und verschwindet plötzlich vor euren Augen. Ihr seht dorthin, wo ihr Lea zuletzt gesehen habt. Da bemerkt Melina, dass an der Wand außer euren eigenen Schatten noch zwei zusätzliche zu sehen sind. Einer der Schatten, vermutlich Lea, bückt sich und ein Dolch mit silberner Klinge erhebt sich vom Boden und saust durch die Luft. Blitzschnell weicht der zweite Schatten zurück und verschwindet im Gang. Der andere Schatten verharrt einen Augenblick, der Dolch verschwindet. Eine Flasche, deren Inhalt ihr als Dr. Tronde Trombosons Wunderkur identifiziert habt, schwebt in die Höhe und verschwindet ebenfalls. Anschließend verblasst auch der zweite Schatten im diffusen Licht des Ganges. »Lea?« ruft Yasinda leise. Aber niemand antwortet. Okay, jetzt ist Lea schon verschwunden. Das geht natürlich nicht gut. Der Schrank enthält Waffen und Rüstung. Vermutlich handelt es sich dabei um die Ausrüstung der Elfe. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Wir haben sogar eine schwere Armbrust, ein Wolfsmesser und einen Silberhelm. Den Silberhelm möchte ich aber von haben unbedingt geben. Schuhe brauchen wir nicht. Das Wolfsmesser nehmen wir auch mal mit. Können wir gut verkaufen, wenn wir es nicht brauchen. Und dann gucken wir uns mal weiter um. Wir hatten ja hier vorne noch eine Tür, da gehen wir jetzt auch noch mal rein. Ja, sieht wieder nur aus wie ein Waschraum. Es ist ein Waschraum. Ihr findet einen großen Badezimmer, mehrere Eimer mit frischem Wasser und eine runde Öffnung im Boden, die mit zwei Holzlatten abgedeckt ist. Auf einem kleinen Regalbrett stehen Tiegelchen mit Ölen und Salben. Gut, hier kann man baden, aber das machen wir nicht. Dazu haben wir jetzt keine Zeit, wir müssen die Phelamia unbedingt ausräuchern. Wir müssen sie ausfindig machen und endlich loswerden, damit wir Ruhe haben und uns Loto seine Leute zur Verfügung stellen kann, um weitere Nachforschungen anzuführen. Was haben wir denn hier Schönes? Aber von haben steigt vorsichtig die Leiter nach oben. In der Nordwand entdeckt sie einige kleine Löcher, durch die sie hindurchschaut. Mit Erstaunen blickt sie in das ehemalige Hauptquartier der Gilde. Aber von haben sieht sich weiter um und bemerkt Ritzen in der Wand, die auf eine Geheimtür schließen lassen. Wie man sie öffnen konnte oder könnte, bleibt ein Geheimnis, denn dazu benötigt man die übernatürlichen Kräfte der Phelamia. »Wir sind dem Biest auf den Leim gegangen«, flucht Ava von Haben, als sie wieder unten angekommen ist. »Wir sollten das Hauptquartier entdecken, damit die Gilde umzieht und die Elfe ihren Geheimgang wieder benutzen kann.« »So ist es. So und nicht anders. Also es war alles geplant bisher. Schloss knacken.« Und ja, hier finden wir ein paar schöne Sessel, auch schön, und eine Feuerschale. Aber von Haben blickt zuerst zum Kohlebecken, dann zum Regal. Brennmaterial gibt es hier genügend, stellt sie grinsend fest. Als Bücherwurm kann man sie gewiss nicht bezeichnen. Untersteh dich, faucht Yasya aber von Haben an und stellt sich schützend vor das Regal wie eine Parderin vor ihre Jungen. Ein Sessel, was denn sonst? Ja, wir gucken einfach mal rein. Wir lassen am besten Rassia jetzt gucken, denn sie hat ja wirklich genug Klugheit und genug sprachliches Verständnis. Die Regale quellen über vor Pergamenten. Als Rassia eines davon herauszieht, fällt ihr ein ganzer Stapel entgegen. Vorsichtig legt ihr die Pergamente wieder auf das Regal. Mit einem der Blätter in der Hand lässt sich Rassia in einen Sessel sinken, der in der Ecke des Raumes steht. Wie von der Tarantel gestochen, springt Rassia auf, als sie feststellt, dass sich der Sessel unter ihr bewegt und sich zwei unsichtbare Arme um sie legen. Sie starrt entgeistert auf das Möbelstück. Sollte es Einbildung gewesen sein?
ein leises Kichern aus dem Nichts und eine Tür, die sich scheinbar selbstständig öffnet und wieder schließt. Belehren Sie eines Besseren. Rassia hat das Regal beinahe umgeworfen, zahlreiche Pergamente sind über den Boden verteilt. Fluchend bückt sich Durin, um sie aufzuheben. Ein Buch fällt aus dem Regal und beendet seinen Flug. Genau auf Durins linkem großen Zeh. Tagebuch steht in großen Lettern auf dem Einband des Wälzers. Das ist gut, das können wir uns gleich mal durchlesen. Und Rezept für Schlaftrunk und das Miasmatikum, was auch immer das ist, geben wir mal Kaldrin. Und dann gucken wir uns das Buch mal in Ruhe an, wir haben genug Zeit. Und es ist wirklich interessant. Also, wir hatten die Gruft der Faelamia gefunden, wir hatten ein Grab gefunden, wo irgendwas mit Finsternis drauf stand, dass da jemand gestorben ist. Was passiert ist, können wir jetzt nachlesen. Ich habe schon vieles gesehen und gehört, doch die Art der Elfenmagie, die Mandara praktiziert, ist mir gänzlich unbekannt. Jergan hat mich nur ausgelacht. Er ist einer der besten Magier, die ich je gesehen habe, doch wird ihm seine Überheblichkeit eines schönen Tages das dürre Genick brechen. Dann etwas später, ein entscheidender Durchbruch. Janis hat den Durchgang überlebt. Ich habe mich mittlerweile so sehr an die Gesellschaft der Hündin gewöhnt, dass ich sie nicht mehr missen wollte. Nur 5 Schritt waren die Pole voneinander entfernt. Und doch wäre das Tier bei einem Fehlschlag zwischen den Dimensionen zerfetzt worden. Offensichtlich hat also jemand ein paar Zauber ausprobiert mit Dimensionsverschiebungen und so weiter und eine Hündin durchgeschickt. Doch nun ist auch Lysira spurlos verschwunden. Ich bin mir mittlerweile sicher, dass Mandara dahinter steckt. Ich habe Janis auf Wache geschickt. Sie wird mich wecken, falls die Elfe ihre Hütte verlässt. Okay, also Mandara hat damals schon Probleme gemacht. Und ich habe während des Einbruchs gezittert, wie nie zuvor. Lysira hat eine üble Wunde am Hals und viel Blut verloren. Ich halte sie bei mir versteckt, bis sie das Bewusstsein zurückerlangt hat. Ich frage mich, wer Mandara wirklich ist und was dieses Treiben bedeuten soll. Und was sie unternimmt, wenn sie merkt, dass ihr Opfer entkommen ist. Mittlerweile ist Lysira erwacht und Jergan musste einsehen, dass auch er von Mandara getäuscht wurde. Er zitterte vor Wut, denn seine Eitelkeit lässt es nicht zu, die Überlegenheit einer Frau anzuerkennen. Und sei sie noch so schön, heute Abend wird eine Zusammenkunft stattfinden, bei der die maßgeblichen Bürger der Stadt entscheiden werden, was wir wegen dieses Biestes, das sich von Elfenblut ernährt, unternehmen. Der 12. Boron im Jahre 740 NBF, was auch immer das heißt, sind die Vorbereitungen endlich abgeschlossen. Wir haben uns mit silbernen Waffen ausgerüstet und Jergan hat einige Amulette magisch behandelt. Er sieht seither um einiges älter aus, als er ohnehin schon ist. Lysira hat ein Mittel gegen den hypnotischen Blick der Faelamia entwickelt. Mögen uns die 12 Götter gnädig sein, sollte es nicht funktionieren. Hoffen wir, dass Mandara nicht im letzten Augenblick misstrauisch wird. Heute Nacht ist es soweit. Okay, jetzt gehen sie auf die Jagd nach ihr. 10 Tage sind seit Mandaras Tod vergangen. Die Stadtverwaltung hat für die Beisetzung der Faelamia die eingestürzte Gruft renoviert. Der Steinsack wurde mit den magischen Amuletten versiegelt. Auch Jergan wurde inzwischen beigesetzt. Alles, was Rang und Namen hat, wohnte den Feierlichkeiten bei. Ein schwarzer Lotus wurde zum Gedenken an den Helden dieser Schreckensnacht auf das Grab gepflanzt. Und doch kann ich mich eines gewissen Unbehagens nicht erwehren. Es war viel zu einfach. Okay, also wir wissen jetzt mittlerweile, dass das Grab, das auf dem Boronsacker zu finden ist, diese Gruft, versiegelt wurde und Mandara dort eingeschlossen war. Allerdings wissen wir auch, dass sie es nicht versucht hat zu öffnen, dass sie unterdurchgekrabbelt ist und damit in die Kanalisation entkommen war. Lysira hat den letzten Eintrag gelesen und lacht. Doch liegt keine Freude, nur Bitternis darin. Jergan ist tot. 7 Bürger hat Mandara regelrecht zerfetzt. Ausgerechnet 7, eine magische Zahl. Und doch behaupte ich, es war zu einfach. Auch Lysira ist es nicht geheuer. Denn heute hat sie mir ihr neuestes Werk präsentiert. Einen magischen Mantel, der die Eigenschaften der Faelamia kopiert. Der Träger wird unsichtbar. Auch für Elfenvampire. Kann jedoch selbst alles sehen. Vor allem Elfenvampire im Schutz ihrer magischen Unsichtbarkeit. Gut, denn das Grab von Jergan haben wir gefunden, da war der schwarze Lotus drauf, da hat sich Melina oder Rassia noch gewundert, dass der dort überhaupt wächst, dass er dort überhaupt gedeiht. Und das mit dem Mantel haben wir eben auch mitbekommen, denn Eleana bzw. Lea hat sich den Mantel übergeworfen und ist dem Schatten hinterher gefolgt. 8. Hesinde im Jahre 740 NBF.
ist Lysera wieder bei ihrem Volk. Nicht für immer, Hesinde sei Dank. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, ohne sie weiterleben zu müssen. Ich arbeite unterdessen wieder an der Transportmagie. Ah, ich habe die Pole in große Spiegel versteckt. Nicht ideal, denn es ist eine magische Präsenz nötig, um die magischen Spiegel zu stabilisieren. Doch sollte man das gemeine Volk nicht zu viele Dinge sehen lassen, die es nicht versteht. Heute Nacht bin ich bei Neumond im Schutz des Phelamia-Mantels umhergestreift. Mandara hat uns tatsächlich alle getäuscht. Ich habe sie gesehen. Entweder hat sie Niam hypnotisiert oder ihre Stelle eingenommen. Ich werde es herausfinden. Und wenn Lysera erst wieder zurück ist, werden wir das Ungeheuer endgültig vernichten. Lysera hat einen Kristall mitgebracht, der das Licht des Mondes einfangen und bewahren kann. Mondlicht tötet die Phelamia. Und nun fällt mir auch ein, dass wir immer nur dann Elfen verschwanden, wenn Marda ihr Antlitz verhüllte. Wir werden Jergans Fehler nicht begehen. Kein Aufgebot. Nur Lysera und ich. Und wir warten, bis der Mond voll ist. So bleiben uns noch knapp 2 Wochen zur Vorbereitung. Und nach mehr als 3 Monaten finde ich endlich wieder die Kraft, mich dem Leben zu stellen. Der Preis, den ich für den Sieg über die Phelamia bezahlen musste, war viel zu hoch. Mit Lysera starb in jener Nacht nicht nur unser ungeborenes Kind, sondern auch ein Teil von mir. Und lange schien es, als hätte mein Leben jeden Sinn verloren. Die Mondlaterne der Auelfen kam nicht einmal zum Einsatz. Mandara hat Lysera erschlagen, bevor sie sie einsetzen konnte. Es klingt einfach lächerlich, doch konnte mein silberner Dolch nur treffen, weil sie mich übersehen hatte. Ich bin nicht sicher, ob Mandara wirklich tot ist, doch habe ich die Gruft magisch versiegelt und die Amulette bannen die Phelamia in den Steinsarg. Falls sie noch lebt, mag sie dort unter meiner Tat leiden, so wie ich unter den ihrer leide. Viele Jahre sind vergangen und ich bin ein alter Einsiedler geworden. Ich hatte dieses Tagebuch schon fast vergessen. Ich habe kurz nach den letzten Ereignissen Mandaras Versteck gefunden. Es liegt in der Kanalisation und ist, wider Erwarten, kein schmutziges Loch, sondern sorgfältig ausgebaut und gemütlich eingerichtet. Also das ist das, wo wir uns jetzt gerade befinden. Nachdem auch Janis den Weg zu Boron gefunden hat, habe ich mich hier unten vollends eingerichtet, um mich in Ruhe meinen Versuchen widmen zu können. Mein Meisterwerk ist der Spiegelsaal, der unzählige Tore zu fremden Welten öffnet. Wer weiß, sollte ich eines Tages eine bessere Welt darunter finden? Ja, damit haben wir das komplette Tagebuch durch. Das Rezept lesen wir jetzt nicht noch durch. Aber wir haben jetzt wirklich alle Zusammenhänge, die damals mit dem Totenacker, also mit dem Boronsacker und diesem Tagebuch und der Präsenz von Mandara in der alten Zeit stattfanden, herausgefunden. Also es ist ein Riesenkomplex, aber wir wissen jetzt alles über diese Geschehnisse. 740 NBF, was auch immer das heißt. Wir befinden uns, glaube ich, im Jahre 1008 oder so. Muss ich nochmal gucken. Nee, steht nicht bei 18 Hall. Also da, wie viele Jahre da vergangen sein müssen, das müssen wir unbedingt noch klären. Da muss mich jemand aufklären. Vielleicht kann es jemand in die Kommentare schreiben. Das wäre wunderbar. Ich knacke jetzt erstmal das Schloss. Und wir finden uns in einem wunderschön eingerichteten Büro wieder. Auf dem Schreibtisch liegen einige unbeschriebene Pergamentbögen. Daneben Federkiel und ein Tintenfass. Interessanter dürfte für euch der Inhalt der Schublade des Tisches sein. Und wieder 3 Antihypnotikum. Ein Buch, das brauchen wir nicht, aber den Schlüssel, den nehmen wir mit. Das ist gut. Ich glaube, die verteilen wir mal anders. Das machen wir so, dass jeder 1 bekommt. So, Rassia kann keins zu sich nehmen. Galdrin auch nicht. Ava von Haben kriegt... Ach ne, hat schon. Ja, Sinna bekommt 1. Und unsere Elfe Melina bekommt ebenfalls 1. Die Bonbons lassen wir drin. Wieder ein Sessel. Rassia geht zielstrebig auf den Sessel zu. Dann scheint sie sich an etwas zu erinnern. Vorsichtig tastet sie die Sitzfläche ab und setzt sich. Allerdings scheint Rassia sich auf ihrem Platz nicht sonderlich wohl zu fühlen. Amüsiert beobachtet ihr Rassia, die sich zwar den bequemsten Sitzplatz ausgewählt hat, an diesem aber nicht viel Freude zu finden scheint. Unruhig wandern ihre Blicke durch den Raum, ständig auf der Suche nach einem unsichtbaren Anwesenden.
Die Kohle im Becken glüht noch schwach und verbreitet eine angenehme Wärme. Ja, und auch dieses kleine Büro haben wir jetzt erkundet. Auch hier ist noch ein Kohlebecken. Oder auch nicht? Doch, nee. Na, wenn nicht, dann nicht. Ja, und viel ist nicht mehr. Wir gehen jetzt noch durch diese Tür und dann haben wir eigentlich schon das komplette Versteck gefunden. Und wieder mal haben wir einen kompletten Dungeon eigentlich, ich weiß gar nicht, ob man das als Dungeon bezeichnen kann, in einem Part geschafft. Ja, auch die Karte präsentiert nichts Neues, es geht wirklich nicht mehr weit. Hier kommen wir nochmal zu einem langen Stück in der Kanalisation. Aber es ist weit und breit nicht zu finden, was von Interesse wäre. Ja, und so kommen wir zum letzten Part, genau. Hier unten ist noch ein Spiegel und eine Tür. Die interessieren uns jetzt nicht. Wir werden sehen, warum. Und jetzt öffnen wir die letzte Tür, die uns von Mandara noch trennt. Ihr Schlafzimmer, mein Rassier mit wichtiger Miene, als ihr Blick auf den Sarg fällt. Der Sarg ist mit weinrotem Samt ausgeschlagen. Ein besticktes Leichentuch liegt darin, das mit goldenen und silbernen Fasern durchwirkt ist. Verstehe ich nicht ganz, weil Silber sollte ja eigentlich die Mandara fernhalten. Wie sie sich da in ihrem Schlafzimmer wohlfühlen kann. Ein silbernes Armband, das geben wir auch der Ava von haben. Und einen Ring Silber, Ring Grau nehmen wir mal runter. Den kann meinetwegen auch der Durin anziehen. Aber mir fehlt immer noch irgendetwas. Der Schrank enthält verschiedenfarbige Kleidungsstücke aus Bausch. Die Phelamia besitzt einen guten Geschmack, zumindest was Farbe und Schnitt ihrer Garderobe angeht. Ja. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon gedacht haben, wofür sind diese ganzen Spiegel? Diese Spiegel sind jetzt sehr wichtig und wir werden auch mit Ava von haben diese Spiegel erkunden, deswegen isst sie jetzt einfach mal das Antihypnotikum, mal sehen, wie das schmeckt, meint Ava von Haben und nimmt die kleine Kugel in den Mund. Ziemlich starkes Zeug, bemerkt sie, nachdem sie eine Weile darauf rumgekaut hat. Jeder, der eins hat, der isst jetzt einfach mal eins. Auch die Melina. Und damit steigen unsere Werte wirklich ins Unermessliche, außer die Intuition. Die geht runter, ich glaube, Durin hat noch eins. Und dann bewegen wir uns einfach mal. Kaum berührt Ava von Haben den Spiegel, da verliert die Welt um sie herum ihre Stofflichkeit. Entsetzt seht ihr mit an, wie Ava von Haben in den Spiegel hineingezogen wird. Ihre Umrisse verblassen schnell. Der Spiegel sieht wieder aus wie zuvor. Ein Schwindelgefühl bemächtigt sich Ava von Habens. Dann hat sie für einen Moment das Gefühl zu fallen. Doch schon spürt sie wieder festen Boden unter den Füßen. Also wir befinden uns jetzt auf der anderen Seite, aus diesen drei Spiegeln herausgekommen wären. Und hier ist eine kleine Truhe. Das Schloss geht nicht auf. Ah, haben wir den Schlüssel gar nicht bei ihr reingelegt? Nein, das kann nicht sein. Okay, geh nochmal durch den Spiegel. Dann kriegt sie jetzt nochmal schnell den Schlüssel. Ist das peinlich. Zurück und nochmal durch. So. Oh, wusste ich's doch. Der Schlüssel passt rein. Mehr stand da nicht, keine Sorge. So, wir haben einen Kristall. Wir haben ein Armband. Den Rest lasse ich jetzt mal da. Der Kristall passt genau in die Fassung der Laterne, die ihr zuvor in der Truhe des Magiers gefunden habt. Jacinda spürt noch einen harten Schlag auf den Hinterkopf. Dann wird es ihr schwarz vor den Augen. Vor Kaldrin erscheint ein paar hell leuchtende Augen, die ihn anstarren. Sein unfängliches Unbehagen weicht einem Gefühl von Wärme und wohliger Müdigkeit. Also meine ganzen Leute sind alle ohnmächtig geworden. Im Spiegel der Nordwand ist für einen Augenblick ein dunkler Schatten zu sehen, in dem Ava von Haben Mandara zu erkennen glaubt. Ein paar hell leuchtende Augen erscheinen vor Ava von Habens Gesicht und versuchen vergeblich, sie in ihren Bann zu ziehen. Als die Phelamia bemerkt, dass sie Ava von Haben nicht hypnotisieren kann, springt sie sie an. Ava von Haben hat die Bewegung im Ansatz gesehen und versucht auszuweichen, doch ein harter Schlag trifft ihre Schulter und lässt sie zurücktaumeln, gerade gegen den Spiegel in der Südwand, der sie prompt verschluckt.
Und schon sind wir in einem Spiegelzimmer und in einer verwirrenden Umgebung wieder freigibt. Aber von Haben benötigt geraume Zeit, um sich zu orientieren. Vorsichtig setzt sie einen Fuß vor den anderen und beobachtet, wie sich die Bilder in den Spiegeln dabei ändern. Kalter Schweiß tritt auf ihre Stirn, als plötzlich Mandara in den Spiegeln erscheint. Aber von Haben streckt die Arme weit von sich und dreht sich schnell im Kreis. Da ihre Hände nichts berühren, scheint die unsichtbare Elfe nicht in ihrer unmittelbaren Nähe zu sein. Aber von Haben blickt sich gehetzt um und rennt durch den Raum. In den Spiegeln erhascht Ava von Haben bisweilen einen Blick auf das Abbild Mandaras, doch sie selbst ist nirgends zu sehen. Erschrocken schreit Ava von Haben auf, als sich von hinten ein Arm um ihren Hals legt und sie gewürgt wird. In einem der Spiegel sieht Ava von Haben sich selbst und Mandara, die sie im Würgegriff hält. Ava von Haben flimmert es vor den Augen und nur noch verschwommen nimmt sie wahr, was um sie herum vorgeht. Ein leiser Aufschrei erklingt, dann löst sich der Arm von ihrem Hals und zwei Hände ziehen sie zur Seite. Ava von Haben starrt auf Lea. Erst verspätet spürt Ava von Haben die brennenden Schläge auf ihren Wangen. Ein Stückchen entfernt springt Xebert Durban wild durch den Raum, einen funkelnden Gegenstand in der rechten Hand haltend. Ihr zieht euch vorsichtig zum Ausgang zurück. Der Rattenfänger hält einen silbernen Dolch weit von sich gestreckt. Mandara ist weithin nur in den Spiegeln zu sehen. Still steht sie da und nur ihre Augen bewegen sich und beobachten euch lauernd. Das Mondlicht tötet die Faelamia, flüstert Lea, so leise, dass nur Ava von Haben es hören kann. Also gehen wir einfach mal auf die Mondlichtlaterne, machen Doppelklick, um sie zu benutzen. Suchend blickt sich der Rattenfänger um. Die magischen Spiegel sind ebenso verschwunden wie die Überreste Mandaras. Nur eine Illusion? Fragt er leise. Zögernd nimmt er das Mondlicht an sich, dreht sich entschlossen um und stürmt aus dem Raum. Ja, es scheint schon eine Zeit später zu sein. Und wir sehen nichts, wir sehen nur die andere Gruppe auf der Karte. Die nehme ich jetzt einfach mal und laufe damit zu Ava hin. Denn die haben wenigstens Licht dabei. Die andere Mondlichtlaterne hat uns Xebert Durban ja geklaut. So, da ist sie. Das ist nämlich der Raum, an dem wir vorhin einfach vorbeigelaufen sind. Der hatte jetzt eine Rolle gespielt, dadurch, dass die Spiegel hier drin waren. Ja, damit haben wir das ganze Versteck erkundet. Und die Elfenvampirin ausgeräuchert. Die gibt's nicht mehr. Ich guck noch mal ganz kurz, ob jemand krank geworden ist. Aber ich glaube nicht. Huch. Nö, sieht nicht so aus. Alles ist wunderbar. Die brauchen bloß zu schlafen. Sind fix und fertig, weil die Elfenvampirin sie angefallen hat. Ja, warum wurden sie angegriffen? Sie haben die Prios-Amulette dabei, sie haben das Antihypnotikum gegessen. Wahrscheinlich müssen sie alle irgendwie ein Teil Silber tragen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Warum meine Leute alle so fix und fertig sind. Vielleicht mussten die auch alle mit Ava von Haben mit. Keine Ahnung. Es ist passiert, aber wir haben es geschafft, meine Lieben. Ich werde jetzt erstmal zurückgehen. Nein, wir gehen zusammen zurück. Wir wollen ja hören, was der Handelsherr jetzt mit uns bereden möchte. Wenn er denn überhaupt irgendwas sagt. So, wo geht's lang? Da geht's lang. Und dann nichts wie raus aus dem Versteck der Faelamia. Genau, immer geradeaus. Und jetzt gucken wir nochmal. Ja. Schon sind wir da.
Ihr wartet ab, bis Lea dem Handelsherrn Bericht erstattet hat. Als sie fertig ist, wendet Lotur sich euch zu. Meine Leute haben sich hier für euch umgehört, sagt Lotur. Ihr seid nicht die einzigen Fremden hier. Eine Gruppe von 3 Männern und 2 Frauen hat in den vergangenen Tagen viele Fragen gestellt. Tarik meint, ihrem Auftreten nach müssten es Magier gewesen sein, auch wenn sie offensichtlich versucht haben, es zu verbergen. Kaldrin zuckt bei diesen Worten zusammen und nimmt sich vor, demnächst ein Wörtchen mit Tarik zu reden. Interessant ist, dass die Fremden spurlos verschwunden sind. Einer meiner Informanten hat in der Nacht ihres Verschwindens einen Trupp Gardisten mit mehreren Gefangenen beobachtet. Alles deutet darauf hin, dass diese Leute in der Burg gefangen gehalten werden. Möglicherweise könnten sie Verbündete für euch sein. Der Handelsherr erklärt, ich werde meine Leute auf Erkundung schicken. Meldet euch in 2 bis 3 Tagen nochmal bei mir, dann kann ich euch sagen, wie ihr unentdeckt in die Burg kommen könnt. Ja, und damit haben wir jetzt also unseren Auftrag abgeschlossen. Die Faelamia ist erledigt. Wir haben von dem Handelsherrn schon mal ein wenig Hilfe bekommen, indem wir jetzt wissen, dass wir neue Verbündete haben können, wenn wir denn in die Burg gelangen, und er will sich darum kümmern. In 2 bis 3 Tagen melden wir uns wieder. Bis dahin schlafe ich erstmal aus und sammle neue Kräfte und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nachher!